Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play City Skylines auf dem Kanal von Kaffeebecher LP mit mir, dem Goro, bei. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn euch dieses Format gefällt, beziehungsweise das Spiel gefällt, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr unterstützen. So, das haben wir diesmal schon mal zu Anfang abgekabert. Ich bin ein... Das ist alles ein abgekartetes Spiel. So, wieso... Reicht das denn nicht, dass da das Krankenhaus ist, dass die hier sich um die Kranken kümmern? Das verstehe ich nicht. Oder sind das so schwer Kranke, dass wir ein Krankenhaus brauchen? Und wenn ja, wo soll man das Krankenhaus hinbauen, ohne dass das irgendwo stört? Hier hinten eher so, ne? Auf jeden Fall haben wir dafür nicht genug Geld. Kreisverkehre arbeiten auf jeden Fall richtig gut mittlerweile. Da ist nicht viel Verkehrsaufkommen. Es läuft also gut mit Kreisverkehren, ich kann euch das sagen. So, sonst ist hier noch sehr stark immer noch. Das wissen wir aber eigentlich auch, weil das ist genau die Straße, die nicht... sechsspurig hier ist als einzige. Und das liegt ja daran, dass wir hier die Arztpraxis haben, die man auch verschieben kann, fällt mir gerade auf. Die können wir auch irgendwo hin verschieben, wo es Sinn macht. Also hier wieder. Das finden die alle doof und trotzdem finden sie es gut. Und die Grundschule verschieben wir auch mal. Die kommen nämlich jetzt hier. Warum finden die das alle doof und dann finden sie es alle gut? Weil ich verstehe nicht. So, und sonst ist hier kein Gebäude, was nicht weg kann. Das heißt, wenn wir jetzt hier... Da haben wir auch mit grünen Streifen. Achso, hier sind Bäume. Lassen wir das mal hier. Wir dürfen hier natürlich auch noch hin. So. Dann sollte das jetzt passen. Dann sollte hier das Verkehrsaufkommen auch sich ein wenig entspannen. Beziehungsweise es sollte besser laufen. Alter, wie viele Müllwagen da sind. Ach ja, die machen ja hier das Ding leer. Nur noch 50% voll. Müllverbrennungsanlage. Okay, die fahren das alle hier rüber. Das passt ja auch. Industrieabfälle im Boden gefunden. Ja, nun. Warum wollten wir das hier? Achso, wir wollten ja hier die Straßen verbessern. Aber wir wollten ja eigentlich das hier alles abreißen und dann große Gebäude bauen hier. Bürogebäude waren das ja, ne? Das wollten wir eigentlich machen. Ja, hier hat sich das mittlerweile so ein bisschen entspannt. Die Lage an der Hauptstraße. Aber ich finde nicht, dass die Straße so weiterführen kann. Aber ich finde eine Hauptstraße auch zu doll. Deswegen können wir hier eine normal große Straße mal hinbauen. Wenn die Schule nicht wäre. Setzen wir die nochmal einen Zacken um. Das finden die alle doof und dann finden sie es alle gut. Das verstehe ich nicht. So. Ne, wir wollen es ja gerade anbinden. So. Genau so wollte ich das haben. Ups. Ach ja, U-Bahn gibt es ja jetzt hier. Oder was ist das? Bahnhof. Ach, ein Bahnhof. Und den baue ich wohin? Hier? Und dann kann ich Bahngleise machen. Das interessiert mich aber nicht. Ich will keinen Bahnhof machen. Ich will eigentlich hier noch große Geschäfte hinmachen. Und hier dann noch große Häuser.
Genau. Das will ich eigentlich machen. Und hier kommen dann noch ein paar Bürogebäude hin. Ich bin mal gespannt. Das hier ist das erste Bürogebäude dann. Angry Clans Mobile Games. Bin ich mal gespannt. Die Mülldeponie hier wird langsam gefüllt. Das ist halt, was es ist mit so einer Mülldeponie. Gartenland, Kreuzung und Verkehr. Ja, das liegt nur daran, dass hier eine Kreuzung ist, ne? Genau, wenn... hier ist so eine Rundkreuzung quasi. Das ist auch nicht geil, aber... besser als gar nichts. Optional ein Kreisverkehr. Optionalen Kreisverkehr finde ich aber nicht, dass das eigentlich sein muss, weil... weil, ne. Dann kümmern wir uns doch lieber um die Busspuren und so. Hier das Bürogebäude hat sich hier sehr gut... oh, hier auch... ne, das ist... das sind Läden und das hier ist ein Bürogebäude als einziges. Und das hier auch. Ein Krondo Game Studios. Also das sind die einzigen Bürogebäude, die wir hier haben. Drahtloses Netzwerk steht den Erdbürgern kostenlos zur Verfügung. Free Internet, das ist cool. Neues Gebäude, ja, das habe ich wohl mitgekriegt. Danke dafür. Ach ja, Strom kriegen sie ja automatisch, aber Wasser nicht. Wie immer habe ich halt die Wasserleitung verpasst. Gluck, 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 gluck. Neues Gebäude. Das Krankenhaus. Das muss irgendwo stehen, wo es... also hier hinten haben wir ja schon die Uni. Es müsste irgendwo stehen, wo es in Frieden, also in Ruhe stehen kann. Vielleicht sogar so ein bisschen außerhalb, vielleicht hier hinten irgendwo. Am Wasser so. Glaube ich, ganz cool. Oh, das Krankenhaus kommt fast allen zugute. Das ist sehr cool. Oh, darf, Alter, wie viele Krankenwagen sind da denn? 26? Die fahren alle raus. Wie schnell das ging. Das Krankenhaus am... am Fluss. So nennen wir das. Genau. So, da hier der Guru Park und so weiter und so fort, machen wir hier wieder ein neues Gebiet. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Das führt nämlich hier an der Straße lang und dann fährt das nämlich hier lang. Und das wird das ganze Gebiet hier sein. Wenn hier noch was hinkommt. So. Und das bekommt nämlich einen neuen Namen. Und zwar habe ich das natürlich auch versprochen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch so heißen wollt hier. Oder wenn ihr euren Einfluss drauf haben wollt. Nanil Hills. So nenne ich das. Nanil Hills. Ich hoffe, dass ich das richtig gemacht habe und nicht, dass das zweite N ein R sein soll. Dann muss ich das nochmal ändern. Auf jeden Fall sind die Nani Heels hier aktiv dabei. Kranke Bürger. Bürger fühlen sich durch den Lärm. Also durch den Lärm der Stadt. Okay. Das ist halt, was es ist. Da kann ich, glaube ich, nicht so viel von. Nicht so viel zu machen, oder? Das Einzige, was ich machen kann, ist. Hier nochmal die. Die Autobahn beruhigen. So, dass das wenigstens nicht davon kommt. Ist ja schon alles mit Bäumen.
Dekoration gefällt den hier drüben überhaupt nicht. Hatten wir nicht hier diesen geilen chinesischen Garten hier? Der war doch hier irgendwo. Den können wir doch so locker leicht irgendwie mal reinstellen. Wo ist er denn? Habe ich den nicht mehr? Ist das mein chinesischer Garten oder japanischer Garten oder was das war? Gut, da ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hoffe, die Feuerwehr hat das da in ihrem Einzugsgebiet. Hoffe ich wirklich. Sonst kommt hier nochmal eine Feuerwehr hin. Die das Ganze abklärt. Aber wo ist der Park? Also dieser chinesische Garten. Den hatte ich hier auch irgendwo in die Mitte gebaut. Scheint jetzt aber nicht mehr da zu sein. Der war eigentlich recht cool. Haben sie den rausgenommen oder so? Oder bin ich blind? Nee, ist nicht mehr da, ne? Hundepark. Großer Spielplatz. Nee, hier geht's irgendwie nicht weiter. Das wäre doof. Also denen fehlt es hier hinten auf jeden Fall an Natur. Muss an Straße platziert werden. Ich will auch nicht so einen riesigen Park mit in die Mitte irgendwie hauen. Aber vielleicht bleibt da nichts anderes übrig. Damit da ein bisschen Ruhe reinkommt. Das gefällt mir auf jeden Fall, wie es da so ist. Was sagen die hier zu dem hier? Noch 38%, die Mülldeponie leert sich, das ist schon mal sehr gut. Hier ist dann wieder großer Andrang bei der Autobahnausfahrt. Weiß auch nicht, warum die nicht jetzt einfach fahren. Oder warum die nicht den anderen Weg fahren, weil der Weg hier, den gibt es ja auch. Und der ist auch relativ gut. Hier auf dem Honigberg. Die kümmern sich um die Patienten hier drüben. Da kann man ja dann schon fast sagen, dass hier drüben dann auch noch der Friedhof gleich in der Nähe des Krankenhauses ist. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So. Strom ist dann angeschlossen über das Krankenhaus, das passt ja. So, die haben hier immer noch die fehlende Entlastung. Also, der Weg hier ist immer noch so schlimm. Verkehr verlangsamt, ja, das habe ich wohl mitgekriegt. Ja, weiß ich nicht. Stinkt euer Leitungswasser? Es könnte wegen des Gestanks nicht duschen. Okay, wieso stinkt das Leitungswasser? Wir ziehen das Wasser hier raus, da soll es aber wieder gut sein, weil eigentlich ist es nur hier verschmutzt. Wenn ich mich recht entsinne. Oder? Kann man nicht auf Verschmutzung, ist das hier, ne? Achso, wir pumpen hier natürlich das Wasser ab. Das ist natürlich nicht so geil. Da müssen wir mal gucken. Das verursacht natürlich auch großen Lärm. Aber hier ist es ein bisschen verschmutzt. Deswegen vielleicht doch da.
So, jetzt sollte das von der Verschmutzung her okay sein. Vom Lärm her sollte das nicht ganz okay sein, aber... Ja gut, hier ist natürlich großer Lärm wegen der Straßen, ne? Alter, hier Industriegebiet ist richtig viel Lärm. Müssen wir mal gucken, was... Das nächste ist 15.000 Bürger. Da sind wir auch nicht mehr weit von entfernt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin, sagt euer Goro, weiß mal, ciao.